Es war an einem Donnerstag um 18.30 Uhr. Begonnen hat der Abend wie jeder andere. Hackbraten. Zum dritten Mal in dieser Woche. Aber lassen wir das. Der Abend wurde noch durchaus ereignisreich. Wie gewöhnlich widmete der charmante Alf seine kostbare Zeit dem kleinen Brian Tanner. Siehst du, wenn du den Kopf vom Astronauten umdrehst und etwas zurechtbiegst, dann wird er ein Nachrichtensatellit. Wow, ich bin ganz baff. Siehst du? Ja. Und was wird aus dem Astronauten, wenn man ihn hier auseinander nimmt? Also dann ist er kaputt. Oh, entschuldige bitte. Lynn, für das Duschen wird es langsam zu spät. Hat jemand von euch mein gelbes Band gesehen? Gelbes Band? Was für eine Farbe hat das? Ich lach mich tot. Aha, du lachst mich tot. Brian, keine Widerworte. Du musst jetzt ins Bett, verstanden? Schade, Alf. Wir spielen morgen weiter. Aber morgen dann besser ohne Astronauten. Oh, hier ist ja das Band. Aber es ist ganz nass. Ach ja, das habe ich vergessen. Eure Zahnseide ist alle. Ach, vielleicht finde ich noch eins ohne Speisereste dran. Nicht in der Schublade. Na gut, dann schaue ich mal in der Garage nach. Ach, vergiss es einfach. Für den Mixer brauchen wir kein Band. Okay. Du hast Jonas Telefonnummer. Wir kommen schon zurecht. Brian geht gleich ins Bett. Ich habe noch einen Haufen Zeug durchzulesen und ich bin sicher, für Alf findet sich schon eine Beschäftigung. Besser, es findet sich keine. Ich gehe schon ran. Hey, mach dir keine Sorgen um den alten Alf. Im Kanal 9 läuft Psycho. Aber was ich noch sagen wollte, das Popcorn ist alle. Ich schreib's auf die Liste, gleich unter Zahnseide. Wer wohl zu viel verlangt, jetzt noch schnell welches zu holen? Schon gut. Ich seh mal zu, was ich noch aus dem Sofa zusammenkratzen kann. Fertig. Wie gefall ich dir? Ganz fabelhaft. Danke. Also, wir gehen jetzt. Wartet noch einen Moment. Das war Herb vom Büro. Der Computer ist zusammengebrochen. Er kommt nicht an die Daten ran. Ich muss hin und ihm helfen. Was denn wirklich jetzt noch? Ja, leider. Die Kalkulation muss morgen fertig sein. Aber wir können doch Brian nicht allein lassen. Ich bin doch da. Naja, vielleicht sollte ich ihn mitnehmen. Aber er hat morgen Schule und ist dabei, ins Bett zu gehen. Dann bleibe ich hier. Das geht nicht. Du gehörst zur Hochzeitsgesellschaft. Aber ich nicht. Na, großartig. Was machen wir denn jetzt bloß? Hallo. Wie wär's mit mir? Wofür? Na, auf Brian aufzupassen. Was sagst du dazu? Hältst du es für richtig, dass sich ein Außerirdischer in unserer Wohnung Psycho ansieht, während unser Sohn im Nebenzimmer schläft? Hey, null Problemo. Lass mir nur den Schlüssel zum Schnapsschränkchen da. Vielleicht kriegen wir Mrs. Dochmanek dazu aufzupassen. Gute Idee. Ich ruf sie an. Beruhigend, welches Vertrauen ich hier genieße. Alf. Wenn du schon nach dem Schlüssel zum Schnapsschränkchen fragst. Was ist denn dabei? Das war doch nur Spaß. Haha. Hast du das wirklich nicht bemerkt? Glaubst du, ich käme auch nur in die Nähe des Schnapsschränkchens oder würde meine Augen auch nur eine Sekunde von dem Kleinen lassen? Na komm schon, denk doch mal selber drüber nach. Das war doch nur ein Witz, Mann. Ein Witz? Ja. Ein Witz. Natürlich. Entschuldige, ich habe das falsch verstanden. Ich habe auch nicht gewusst, dass du Witze machen kannst. Mrs. Ockmanek ist in 5 Minuten hier. Gott sei Dank. Wiedersehen. So, das ist mein Gefängnis für heute Abend. Sonderbarer Vergleich. Das ist unser Schlafzimmer. Ja, was dem einen sein Schlafzimmer ist, dem anderen sein Gefängnis. Ich weiß nicht, wo du sowas aufschnappst, aber lassen wir das. Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt. Aber das ist Absicht. Du sollst es wieder zusammensetzen. Wieso? Ich hab's doch nicht kaputt gemacht. Hier ist dein Lieblingscomic, Shana, die Herrin des Universums. Shana will ich nicht. Ich möchte Batman. Also hör zu, Alf. Ich hol dir morgen Psycho vom Videoverleih. Und wenn du mir versprichst, dich von Mrs. Dochmanek vollkommen fernzuhalten, dann kannst du in Zukunft vielleicht auch mal Babysitter spielen. Spiel du nicht mit meinen Gefühlen, Willy. Ach, tu ich doch nicht. Also, Alf, willst du deinen Teil unserer Abmachung einhalten? Mrs. Dochmanek wird niemals erfahren, dass ich hier bin. Gut. Ich mache auf. Also Alf. War doch nur Spaß. Ich mache Spaß. Ich bitte dich, ein bisschen Spaß muss doch auch dabei sein. Sie sind unsere Rettung, Mrs. Dochmanek. Ach, sagen Sie einfach Rachel zu mir. Ich komme sehr gern. Es ist für mich ein Vergnügen. Ja. Keiner sieht sich so ein blödes Fußballspiel an. Es passt mir sehr gut. Und auf Kanal 9 gibt es Psycho. Ja, habe ich gehört. Really? Ja? Haben Sie in letzter Zeit irgendwelche Schlafstörungen?
Nein, wieso? Nun, ich möchte nicht neugierig erscheinen, aber in letzter Zeit läuft Ihr Fernseher noch sehr spät in der Nacht. Jetzt, wo Sie es sagen, ja, tatsächlich, ich hatte ein paar Probleme mit dem Einschlafen. Tja, und wissen Sie, es ist doch nicht zu übersehen, wie viel Müll Sie in letzter Zeit rausstellen. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glatt annehmen, Sie hätten einen Untermieter. Wenn ich nicht schlafen kann, muss ich essen. So ist das von mir. Bei Treffer ist es ganz genauso. Mrs. Ogmonek, ich muss jetzt leider wirklich gehen. Hier ist die Nummer. Es dauert nicht lang, nur ein paar Stunden. Machen Sie sich keine Sorgen. Ach, und bitte gehen Sie nicht ins Schlafzimmer, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Wir haben nicht aufgeräumt. Das ist das reinste Schlafzimmer. Aber ganz wie Sie wünschen. Gehen Sie nicht ins Schlafzimmer. Für was hält der mich? Für eine Schnüfflerin? Unnötige Bemerkung. Mittlerweile war ich im Schlafzimmer mit meinem Puzzle ziemlich zu Ende. Und da hörte ich diese unheimlichen Klänge dieses wahnsinnigen Films, den ich so verzweifelt gern gesehen hätte. Was bei einem Puzzlespiel so bemerkenswert ist, eine Stunde nachdem man was gegessen hat, ist man schon wieder hungrig. Wenn Sie meinst. Hallo, Pizzeria Bader? Ja, bitte schicken Sie mir eine große Spezial mit allem Kundenkonto. 167 Hemdale. Grazie. Oh, hören Sie, legen Sie sie bitte unter die große Eiche, hinten im Garten, ja. Warum, ich bin sehr abergläubisch. Ich entschloss mich, in den Garten zu gehen und auf die Pizza zu warten. Das war ein Fehler. Driver, komm sofort hier rüber. Ich glaube, hier ist noch jemand im Haus. Wieso hast du bloß so lange gebraucht? Deine Mannschaft war gerade am Gewinnen. Wieso holst du mich von meinem Spiel weg? Ich bin überzeugt, da ist noch jemand im Haus. Ich habe einen Schrei gehört. Weck mich nicht, wenn du nach Hause kommst. Es war nicht im Fernsehen. Der Schrei kam hinten aus dem Elternschlafzimmer. Vielleicht war es die Katze. Keine Katze kann derartig schreien. Wenn sie zum Kater möchte. Ich bin ein menschlicher Schrei und er kam hier aus diesem Zimmer. Schon gut. Ich schau mal rein. Wenn ich nicht wiederkomme, gib eine Suchanzeige auf. Ich hab schon probiert, es ist abgeschlossen. Jetzt ist offen. Machst du hier die Ansage? Ich hab Angst, Trevor. Billy hat auch gesagt, ich soll nicht in das Zimmer gehen. Sieh mal im Bad nach. Ach du lieber Himmel, was denn noch? Hey! Trevor, was ist da? Die haben so einen neuen gepolsterten Klositz. Den kaufen wir uns auch. Ich habe es satt, wie im Mittelalter zu leben. Du musst noch nachsehen, ob die Fenster alle zu sind. Bitte, Trevor. Alles zu und dicht. Also wenn du nichts dagegen hast, gehe ich jetzt lieber wieder rüber und sehe zu, wie die Dodgers gewinnen. Oh, Trevor. Pizza Barca. Einmal super Siciliano. Das bin ich. Und hier ist Ihre Pizza. Ich konnte sie nicht unter den Baum legen, das ist gegen unsere Prinzipien. Ich verstehe nicht. Als wir sie das letzte Mal unter den Baum legten, ist ein Eichhörnchen eingegangen. Nein, ich meine, ich habe keine Pizza bestellt und ich werde sie auch nicht bezahlen. Aber die ist doch bezahlt, Kundenkonto. Oh, also in dem Fall... Gibt es kein Trinkgeld? Hier, ist das genug? Oh, das ist reichlich. In anderen Staaten langt es für ein Stadtgespräch. In manchen Staaten langt es für ein Stadtgespräch? Driver, hast du eine Pizza bestellt und sie hierher schicken lassen? Und was ist denn jetzt die Rede? Eine ganz merkwürdige Sache ist hier gerade passiert. Ein Bote hat eine Pizza gebracht, schon bezahlt. Willst du sagen, du hast eine frische Pizza drüben? Allerdings. Bin schon unterwegs. Sie ist weg? Also, du wirst es nicht glauben, aber sie ist weg. Wer ist weg? Die Pizza.
Und du hast mir nicht ein kleines Stück übrig gelassen? Aber ich habe sie doch nicht gegessen. Sie ist verschwunden. Irgendetwas Unheimliches geht hier vor. Erst diese schrecklichen Schreie und Geräusche und jetzt verschwindet deine Pizza spurlos. Hey, was nennst du denn spurlos verschwinden? Da steht sie doch, groß und breit. Da brat mir doch einen Storch. Sie ist wieder da. Du willst einen gebratenen Storch? Was sagst du? Sie ist wieder da. Fantastisch. Könnte ein bisschen heißer sein. Treiber, bleib doch da und sieh dir das Spiel hier an. Ich fürchte mich allein. Aber beruhige dich doch endlich. So aufgeregt warst du das letzte Mal bei der Sonnenfinsternis. Reizend. Dann erzähl mir mal, wo die Pizza herkommt. Da weiß ich was Besseres. Ich sage dir, wo sie hingeht. Pizza hin, Pizza her. Mrs. Ochmonic ist der Verzweiflung nahe. Und da klingelt das Telefon. Wer hebt im Schlafzimmer den Hörer ab? Natürlich Alf. Es ist Willy, der anruft, um zu sehen, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Hallo? Wieso nimmst du das Telefon ab? Ich wohne hier. Wo ist Mrs. Ochmonic? Die wohnt nebenan. Ich weiß, wo sie wohnt. Aber wo ist sie jetzt? Keine Ahnung. Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, hat sie gerade meine Pizza verschenkt. Pizza? Ich rufe an, weil ich Mrs. Ochmonic sprechen möchte. Einen Augenblick, ich hole sie. Nein, rühr dich nicht aus dem Zimmer. Ich rufe nochmal an. Es ist dein Geld. Hallo? Wieso gehst du denn wieder ans Telefon? Weil es wieder geklingelt hat. Ist denn alles in Ordnung? Oh ja, es ist alles in Butter. Ach ja, und dem Kater geht's auch wieder gut. Lucky, was war denn mit ihm? Er hat sich den Schwanz eingeklemmt in der Kühlschranktür. Was? Wieso warst du denn in der Küche? Weil ich durch die Hintertür einbrechen musste, nachdem ich aus dem Fenster gefallen war. Wo bist du jetzt? Was machst du gerade? Ich bin im Schlafzimmer und probiere ein blaues Kleid. Rühr dich nicht von der Stelle. Wo soll ich auch hin? Ich finde keine passenden Schuhe. Ich komme gleich nach Hause. Hätte ich ihn doch in die Garage gesperrt. Brian, bist du das? Ja? Trevor, komm schnell rüber. Nein, nicht schon wieder, Rachel. Also nochmal ziehe ich mir nicht die Hosen an. Hör zu, ich habe jemand ums Haus schleichen sehen. Vielleicht bringt jemand noch eine Pizza. Och. Inzwischen sitzt Alf gelangweilt und hungrig auf dem Bett im Elternschlafzimmer. Plötzlich wird das Fenster von außen geöffnet und ein Einbrecher steigt ein. Ich dachte erst, ist es der Nikolaus. Aber ich hatte schon gehört, dass der Nikolaus niemals nach billigem Fusel stinkt. Außerdem brachte er keine Geschenke, sondern füllte seinen Sack mit Dingen, die ihm nicht gehörten. Ich war vor Schreck wie gelähmt. Aber mir war klar, dass ich etwas unternehmen musste. Ich war durchdrungen von dem Gedanken, jetzt bin ich der Mann im Haus. Ach, entschuldigen Sie, Sir. Könnte ich Sie vielleicht einen kleinen Augenblick sprechen? Wer war da? Ich. Können Sie ein bisschen konstruktive Kritik ertragen? Was Sie da tun, ist nämlich verboten. Das ist einer von diesen sprechenden Puppen. Ach ja? Hat Ihnen schon mal eine sprechende Puppe eins auf den Rüssel gegeben? Bitte nicht schlagen, ich bin's nur. Oh, Mr. Tanner, ich danke Gott, dass Sie gekommen sind. Dieser Abend war ein Albtraum. Ja, ich hab davon gehört. Ist ich ja weiß überhaupt nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich hoffe nur, dass die Polizei bald da ist. Die Polizei? Den ganzen Abend war der Teufel los in Ihrem Haus und ganz besonders in Ihrem Schlafzimmer. Lynn, bring Mrs. Ochmonic in die Küche und mach ihr einen Tee. Okay, ja? Mom. Ja. Kommen Sie mit mir. Was hätten Sie denn gern? Einen schwarzen Tee oder einen einfachen Kräutertee? Einen doppelten Scotch. Na, wie war der Polterabend? Jetzt zieh dir das an. Willen. Alf, was machst du mit meinem Kleid? Entschuldigung, ich dachte, es gehört Lynn. Also diesmal hast du es wirklich geschafft. Die letzte Spur von Vertrauen und Zuversicht in dich ist weggewischt. Ich kann es erklären. Wie willst du mir jemals erklären, auch nur annähernd erklären, was hier vorgegangen ist? Ich habe heute Abend einen Einbrecher auf dem Pfad der Tugend zurückgebracht. Was redest du da für einen Schwachsinn? Willi, meine Schmuckschatulle ist verschwunden.
Meine goldenen Manschettenknöpfe auch. Und meine goldene Uhr. Und meine antiken Kamee. Wo sind die Sachen? Möglicherweise beim Pfandleiher? Hier, was ist denn das? Sieh dir das an. Also was hast du gesagt? Es war ein Einbrecher da, Alf? Stimmt das? Nein, zwei. Der eine hat eure Juwelen geklaut und der andere meine Pizza. Die Polizei ist da. Was hast du gemacht, Alf? Was? Ein blaues Kleid angezogen. Verhalte dich ganz still. Bleib, wo du bist. Und zieh das Kleid aus. In Ordnung. Aber fairerweise muss ich euch warnen. Ich trage nämlich überhaupt nichts drunter. Nimm's nicht so schwer, Junge. Kate, schau mal, was Sie da haben. Sie haben uns angerufen. Können Sie diese Sachen hier identifizieren? Das ist meine Spukschatulle. Ja, und meine Manschettenknöpfe. Dieser junge Mann ist uns gefolgt und behauptet, dass er die Sachen bei Ihnen gestohlen hätte. Das habe ich, ich schwöre es. Ich verdiene die Höchststrafe. Nur mit der Ruhe. Wenn Sie mit zur Wache kommen und eine Aussage machen, können Sie Ihr Eigentum zurückfordern, wenn Sie das wollen. Ja, und ob wir das wollen. Gut, gehen wir. Fragen Sie ihn bitte, Sie haben es mir versprochen. Der Mann sagt, er hätte ein abscheuliches Wesen bei Ihnen gesehen mit einer riesigen Nase. Und es hat ein blaues Kleid an. Und es hätte mit ihm gesprochen. Hat es, ich schwöre es. Vielen Dank, Lynn. Ich gehe jetzt besser nach Hause. Entschuldigung. Na bitte. Auf jeden Fall ist er nicht unzurechnungsfähig. Gute Nacht. Willi. Ich weiß, was du sagen willst, aber wir haben es hinter uns. Es ist alles in Ordnung. Unser Zustand ist wieder normal. Hey, kann mir irgendjemand mal den Reißverschluss aufmachen? Am 18. Mai wurde Andrew Semenik vom Stadtgericht wegen Einbruchs und Diebstahls verurteilt. Er verzichtete auf Berufung zugunsten einer psychiatrischen Behandlung. Mrs. Rachel Ockmanek hatte weniger Glück. Sie hat lebenslänglich an der Seite von Trevor. An eine Begnadigung ist da wohl kaum zu denken. Sieh dir das doch an! Sie haben keine Ahnung, es ist wirklich zum Heulen! Ach, das kann ich doch selber besser als die da oben, das Vieh, schaut dir das an! Und was den alten Alf angeht, so blieb sein bescheidenes Wesen unverändert. Die Ereignisse dieses seltsamen Abends und mein zweifellos heldenhafter Einsatz haben mich unberührt gelassen.